Hier gibt's nämlich einen Tresor. Ah, das scannt mein Gesicht. Schnell mal eingeben. Karte durchgezogen und die Tür geht auf. Wow. Aber es erwarten mich schon viele Fallen direkt. Hey Leute, ich bin's Phil und heute stelle ich euch mal wieder eine sichere Base in Minecraft vor mit vielen Fallen. Und ihr kennt mich, Leute, wenn ich eine Base vorstelle, dann hat die wirklich richtig viele Fallen, ist gesichert und so weiter. Aber der kleine Unterschied heute ist, es ist nicht nur eine Base, sondern insgesamt haben wir hier, man sieht es auch schon, viele Bases, eher gesagt 25 Stück. Und davon werde ich mir mal so ein paar raussuchen und euch einfach mal zeigen. Ich habe die selber noch nicht wirklich alle gesehen, aber man kann sich hier echt viele craften. Das sind alles Crafting-Rezepte. Und dann kann man instant eine Base erstellen. Wie man zum Beispiel hier sehen kann: Secure End Castle. Einfach so eine sichere Endfestung. Hier ist nochmal so eine andere Base. Helipad sogar mit einem Helikopter oben drauf. Und dann kann man sich da hinten sogar noch verschiedene Fallen craften: ein Gesichtsscanner, einfach ein Flammenwerfer, ein automatischer. Oh Leute, Bärenfallen und so weiter. Sogar eine Brücke, die sich hoch und runter fährt, dann denke ich mal. Okay, krass. Also, man kann sich echt viel craften. Mit welchem soll ich denn mal anfangen? Secure Helipad Base. Noch nicht mit dem besten, würde ich sagen. So, das Crafting-Rezept nehme ich mir erstmal raus. Man kann es dann eben hier sehen. Auch hier. Was sieht denn noch cool aus? Das kommt natürlich auch noch dran. Secure End Castle. Falls ihr auch schon mal mehr davon sehen wollt, ich finde es echt richtig nice. Eine Diamond Base. Krass. Komm, die nehme ich auch mal direkt mit. Dann lasst jetzt mal gerne ein Like da, würde mich freuen. Bedrock Base gibt es hier auch. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen, um nichts zu verpassen. Ich nehme jetzt erstmal die Heli Base, Diamond und Nether Base. Wie man hier sieht, auch noch eine Bedrock Base und so weiter. Preston Base mit einer Rakete. Also es gibt echt viel Auswahl, Leute. Ich krieg, glaube ich, alles nicht in das Video rein. Aber ich habe hier eine riesige Welt und ich probiere einfach mal gleich schon hier eine Base zu platzieren. Die Sonne geht auch schon langsam unter da hinten. Aber hier ist viel Platz. Mit dem Item kann ich auch zurück zu der Base da vorne, zu dem Spawn. Ich glaube, ich muss die craften. Die muss ich craften. Okay, dann mache ich das jetzt erstmal. Mit welcher soll ich denn anfangen? Mit der Heli Base. Okay, da brauche ich schon mal ein paar Sachen dazu. Zuerst musste ich mir aber mal diesen Helikopter craften, weil auf dem Crafting-Rezept ist natürlich auch der Heli hier. Den brauche ich. Okay, die Heli Base ist gecraftet. Und ich platziere die jetzt einfach mal hier hin. Oh, let's go. Alter, wie viel TNT? Wie sieht das jetzt gleich aus? Die Helibase ist noch nicht mal fertig. Aber okay, man kann sich nicht von der Zeit beschweren. Man kann sich nicht beschweren. Und da gehen wahrscheinlich auch die Fallen in den Boden. Wow. Das sind einfach automatische Waffen hier. Das sind ja Abwehrsysteme, Raketenabwehrsysteme, so wie das hier aussieht. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal. Da vorne läuft auch schon jemand rum. Ich gehe in den Adventure-Modus. Also Leute, lasst mal ein fettes Like da, falls ihr mehr von solchen Bases sehen wollt. Ich teste die einfach mal aus. Hier kann ich schon mal leicht rein, aber ich schätze mal, das sind alles Bodenminen und da sollte ich nicht drauf. Oh, das aimt ja sogar an. Danger steht da. Oh. Alter, was war das jetzt gerade? Und da sind sogar. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber es sieht gefährlich aus. So, hier ist. Welcome to your new helipad base. Oh, ich kann sogar den Heli nehmen. Okay, dann muss ich aber erst dazu hoch und. Jawohl, ich hab's ge. Da kommen Pfeile raus. Jetzt habe ich nur noch ein Herz. Ich brauche auf jeden Fall dringend was zu essen. So, Leute. Ich rack wieder voll. Da sind auch überall Kameras. Aber anscheinend geht es hier noch nicht lang. Das sind Kisten. Okay, ich dachte, da brauche ich ein Passwort. Aber die kann ich so öffnen. Hier geht schon mal nicht hoch. So, ich muss jetzt aber irgendwie hier vorbei. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ich muss ganz nach oben. Wow. Da kommt jemand. Ein Guard. Nein, 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 Leute. Die Base ist sicherer, als ich dachte. Also, ich gehe jetzt da nochmal rein. Okay, ich habe ja noch nicht mal. Was habe ich anders gemacht als vorhin? Ich glaube, ich bin auf ein Item. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier. Okay, da kommt auch ein Guard. Nein, nein. Ich bin wieder hier. So, jetzt gehe ich nach oben. Ich übersehe einfach so viele Fallen. So, okay, die kann man noch. Oh nein, oh nein, oh nein, da kommt nochmal jemand. Und ich weiß auch, warum mir die jetzt so gesichert ist. Wenn es hier so viele Diamond- und Goldblöcke gibt. Okay, den kann ich sogar angreifen. Aber ich glaube, er stirbt nicht so schnell. Wo geht's aber hier? Zum Heli nach oben. Also, ich habe hier auf jeden Fall schon mal jetzt so einige Fallen gesehen. Es gibt hier Guards, so Sachen, die hier rumschwingen, Raketenabwehrsysteme, Bodenminen und so weiter. Fallen. Und die Base ist einfach riesig. Ich probiere jetzt mal den Heli aus. Oh, okay.
Und ich kann hier sogar einfach echt drum fliegen. In meiner Heli-Base. Es ist gerade ein bisschen laut. Aber wie krass ist das auf? Also die Base ist echt heftig aufgebaut. Und ich lasse den jetzt einfach mal abstürzen. Geht der jetzt kaputt? Ja, geht nicht kaputt. Gott sei Dank. Er ist also auch sicher. Also die erste Base hat mich schon mal nicht enttäuscht. Das war nämlich die Heli-Base. Und die sah noch eigentlich so am gewöhnlichsten aus. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich würde sagen, als nächstes mache ich jetzt einfach mal die Nether oder Diamond Base. Die Nether Base. Die kommt direkt hier nebendran. Also die muss ich auch erst craften aus drei Lava-Eimern, Magma und Netherblöcken. So sieht die Base hier in der Hand aus. Ist noch ziemlich klein, aber jetzt gleich, wenn ich sie erstelle, denke ich mal nicht mehr. Wow, es kommt wieder TNT. Und gleich ist die auch schon aufgebaut, wie schnell das einfach geht. Jawohl, Leute, das ist genau mein Geschmack. Und jetzt ist sie auch schon fertig mit neuen Fallen. Da ist die Zugbrücke, die man craften konnte. Wow, die geht jetzt runter. Okay, und ich mache einfach mal alle Items hier weg. So, brauche ich nicht mehr. 60 Goldäpfel habe ich noch. Ich gehe in den Adventure-Modus. Es wird auch schon passen dazu Nacht. Und ich gehe jetzt einfach mal, hier ist der Eingang, dahin. Und da ist sogar einfach auch ein automatisches Gewehr. So, nehme die Brücke. Und kann, da hat irgendwas schon gepiepst. Kann ich die jetzt wegmachen? Wieder hochfahren? Ah, lasse ich jetzt erstmal so. Oh, oh, oh. Was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Ach, das ist kein Knopf, das sind Fallen. Ich glaube, ich habe mir das einfacher vorgestellt, als es ist. Ich habe die Bases echt unterschätzt und da kommt sogar jemand. How did you get in there? Und er will mich angreifen. Deswegen, Leute, ich zeige euch jetzt noch die Nether und Diamond Base. So, hier geht's jetzt rein. Aber ich werde jetzt mal im Creative durchlaufen. Und falls ihr nochmal Bock habt und die greifen, das ist, da wäre ich ja instant tot. Falls ihr nochmal Bock habt, ja, auf ein anderes Video mit anderen Bases, plus wenn ich nochmal die im Survival-Modus hier spielen soll, mit auch ein bisschen besserer Rüstung als Challenge, ja, dann lasst jetzt mal gerne Like da, dann mache ich auch nochmal einen zweiten Teil. Ach so, ich habe den richtigen Platz gewählt, um das hier ja, ein Zuhause nennen zu können, aber irgendwie wollen die mich hier nicht haben. So, ja, er sagt ja auch schon, ich werde es bereuen, hierher gekommen zu sein. So, was haben wir hier drin? Überall so Warnzeichen. Es geht nach oben. Was haben wir hier drin? Hier oben sind ausnahmsweise keine Fallen auf der Etage. Und ganz oben, was erwartet mich hier nochmal? Auch nochmal ein Guard mit Kameras. Und ja, da sagt das Gleiche nochmal. Okay, krass. Also in jeder Base sind irgendwie andere Fallen hier am Start. Crazy, crazy, Leute. Also welche, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was findet ihr schon mal besser? Die Heli-Base oder diese hier? Sind beide krass. Besonders die Brücke. Also jede Base hat ein anderes Feature. Ja, die geht hier instant runter. Aber es bleibt uns natürlich auch noch. Die habe ich jetzt nicht mehr im Inventar. Die Diamond Base. So, das komplette Gegenteil. Und es gibt genügend Platz hier. Ja, komm. Die Fläche, die eignet sich, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen zu klein. Ich platziere die einfach mal jetzt hier direkt. Wow. Die ist echt ein bisschen zu klein, die Fläche. Was? Es besteht noch nicht mal irgendwie so viel aus Diamond, sondern eher aus Eis, so wie ich das hier sehen kann. Okay, und hier muss ich, da sind viele die Abwehrsysteme, langsam aber sicher rüber springen. Wenn ich jetzt im Game Mode Adventure wäre, würde ich noch nicht angegriffen werden. Na doch, der kennt es trotzdem schon. Irgendwo ist ein Pfeil geflogen. So, was war... Okay, da kommen Stacheln raus. Und hier kommt Gift. Hier ist einfach ein König. Presence Guard. Ja, ich soll wieder nicht hier sein. Okay, ich laufe jetzt hier mal rein langsam. Den Fallen ausweichen. Oh, da wird ja selber getroffen. Warum stirbt er hier nicht? So, wer ist der hier? Oh, das ist auf jeden Fall die coolste Diamond Base. Ja. Oh ja, Private. Da kommt wieder... Ah, instant ein Pfeil raus. So, nochmal ein Guard hier oben. Da müssen bestimmt viele Diamonds oben sein. Wenn es hier so viele Fallen gibt. 100%. Hier gibt es nämlich einen Tresor. Ah, das scannt mein Gesicht. Und jetzt geht's in den Tresorraum. Wie cool ist das? Also Leute, jede Base hat echt ein anderes Feature. Und da ist der Thron. Mit ganz viel Gold und Diamanten hier, was man halt ebenso braucht in so einer Base. Crazy. Leute, also das ist mit Abstand, glaube ich, so die coolste Base bisher. Und die riesigste. Die ist ja nochmal viel größer als die zwei letzten. Und auch Lava außenrum, die geht bis ins Wasser rein. Und wenn man überlegt, ich habe euch erst drei Stück gezeigt. Es gibt insgesamt 25 Stück. Ich zeige euch deswegen jetzt nochmal eine. Und falls ihr noch ein paar weitere Teile sehen möchtet, wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Ich gehe hier rein. So,
in die riesige Starterbase und wähle nochmal eine coole Base aus. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Das sieht ja crazy aus. Ist das eine Achterbahn? Kann eine Achterbahn sein mit vielen Fallen. Secure Preston Base. Okay, das ist der Ersteller hier, nämlich. Okay, und so sieht das Crafting-Rezept von dieser Base aus. Und die Base kann direkt hier vor den Spawn hin gleich mal platzieren. Das ist die Preston Base. Da kommt auch schon gleich sein Gesicht. Ganz viel TNT fliegt runter. Oh, da gibt es auch nochmal eine richtig sichere Tür. Ich höre überall einen Alarm. Okay, ja. Die Tür ist alarmgesichert. Wie komme ich jetzt hier rein? Ich brauche einen Code dazu. Schnell mal eingeben. Karte durchgezogen und die Tür geht auf. Wow. Aber es erwarten mich schon viele Fallen direkt. Ich muss wirklich sagen, in all den Jahren, wo ich sichere Bases vorgestellt habe, nichts können diese hier toppen. Also muss ich wirklich lassen. Hier greifen mich auch überall die Guards an. Hier gibt es nochmal eine Tür. Zack, nochmal eingeben. Was ist da drin? Wahrscheinlich auch so ein Raum hier mit ganz viel. Da ist der König. Nee, ich sollte hier nicht sein, das ist privat. Ganz viel Gold und Diamanten sind hier drin. Was haben wir hier? Okay, was soll das sein? Aber ich gehe mal wieder hier raus. So. Oh, ich habe die geschlossen. Also diese Base ist auch echt schon heftig gemacht. Vor allem vom Design, von den Fallen her, alles wirklich. Und es war ja nur ein Bruchteil davon. Ich habe euch jetzt viel gezeigt, aber es gibt noch viele weitere, wie zum Beispiel die Bedrock Base. So, hier, so sieht die Bedrock Base aus. Ist bestimmt auch heftig. Dann Raketenbase, Nuklearbunker, Secure Modern House. Okay, das ist einfach ein modernes Haus, aber auch gesichert natürlich. Und vieles weitere, Leute. Also, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, auch eine Challenge, wo ich einfach mal ohne den Creative-Modus da reingehe, wie am Anfang, aber mit besser Rüstung, dann lasst jetzt mal gerne ein Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne machen, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Haut rein und ciao!